Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 4. Direktive 7, 3, 9, 5. Vernichtung aller Kommunisten. Rüst sie, aber doch nicht in Diamond City. So. Schlagholz, Schlagholz, kauft ein Schlagholz! Das sind nicht einfach nur alte Holzstücke. Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück Hickory-Holz. Ja, handeln. Ich habe ein paar Minuten. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Das hier ist Baseball-Geschichte. Er hat einen Baseball-Handschuh, er hat auch Baseball-Kleidung, Baseball-Mütze. Brauchen wir denn auch ein Schlagholz? Hat ja hier ein. Um 40% geringere Aktionspunkte. Habe ich hier nie wirklich geholt. Ich habe aber auch nichts wirklich jetzt hier mit zum Verkaufen. Wollen wir mal gucken. Ich kaufe mal eine Baseballmütze und die Baseballkleidung. Wenn nicht, dann habe ich gleich Pech gehabt. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein Schlagholz. Nehmen wir den hier, der kommt nur 30. Ist okay. So. Nur auf Nummer sicher. Ja, das war das Richtige. Die ist nicht die schlimmste Siedlung, die ich kenne. Immerhin haben sie viel zum Handeln. Ja, das stimmt. So, aber wir wollten ja jetzt eigentlich hier einmal kurz zwischendurch. Und jetzt uns hier gleich das Zeternholz holen. Mann, hast du diese Explosion gesehen? Die alten CIT-Ruinen. So, schauen wir erstmal. Und zwar Kiefernteer. $25 oder kostenlos für Spieler mit Trikots. Nur noch ein großer Gras. Ah, gut. Dann gucken wir mal. Dann ziehen wir das einfach mal kurz an. Kleidung. Kommunismus ist eine Lüge. Naja, sehen doch recht anständig aus. Mary Janes Ehering habe ich jetzt angezogen. Warum habe ich den jetzt angezogen? So. Jetzt sehen wir doch wie ein waschechter Baseballspieler aus. Kriegen wir es jetzt kostenlos? Wir kriegen es kostenlos. Wunderbar. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Aufgrund hoher Nachfrage sind Käufe auf einen Artikel pro Spieler begrenzt. Sollte der Bestand des Automaten ausverkauft sein, können Sie versuchen, mit Kleber, Säure und natürlich Kiefernholz Ihren eigenen Kiefernteer herzustellen. Viel Glück beim Spiel, Schläger. Na gut, haben wir. Dann können wir das wieder ausziehen, weil ich mag meine Tarnausrüstung wieder, ne? So, und Angst. Weil ohne Powerrüstung renne ich ja hier nicht mehr rum. Und dann haben wir das jetzt schon mal soweit durch. Das war jetzt aber nur für die Waffe. Bürgermeister McDonald war ein Zünd. Hat Danny Sullivan erschossen. Ah. Wer weiß, wen er noch alles umgelegt hätte. Irgendwas sollen wir jetzt da oben? Oh, Moment. So, wir haben jetzt hier... Achso, verwendet... Ja, stimmt, den Reiseführer. Den sollten wir ja auch in Diamond City doch benutzen, ne? Verwende den Reiseführer in Diamond City. So, das machen wir jetzt nochmal. Diverseres. Reiseführer und Diamond City. Hier sind wir in Diamond City, der inoffiziellen Hauptstadt des Commonwealth, auch wenn die Leute in Good Neighbor wohl anderer Meinung wären. Wie auch immer, man kann nicht Diamond City besuchen, ohne die weltberühmten Nudeln dort zu probieren. Ich kann nicht glauben, dass Mary Jane ein Bram Steak zum Mittag will. Das ist, als würde man um ein Swimmingpool joggen. Dabei hat man ein Pool, in einem Pool keinen anderen Zweck, als darin zu schwimmen. Ich habe kein Vertrauen in den Kochfertigkeiten eines Roboters. Ja, was nimmt man denn? Weißt du, war keine Nudeln isst? Ein Zünd. Aha. Die Nudeln kann ich mir nicht leisten. Ja, komm. Das könnte passen. Ach ja, und ich hatte vergessen, dass die raufgesetzt sind. 55 Kronkorken ist ziemlich viel, verglichen mit dem, was die Händler wollen. Aber du weißt ja, wie das in Restaurants läuft. Da bezahlt man für die Atmosphäre.
Übrigens, was meinst du, wo Takeshi trainiert wurde? Wie kommt es, dass die anderen Roboter Nudeln nicht wie er kochen? Jemand hat ihn neu programmiert. Natürlich ist er auch eine kulinarische Schule gegangen. Die anderen Roboter haben richtige Jobs. Das sind eindeutig minderwertige Maschinen. Na komm. Ach ja, das ergibt Sinn. So wie das, was Mary Jane mit diesem Pip-Boy gemacht hat. Ich muss sie dazu mal befragen. Sie ist technisch gewiefter als ich. War jedenfalls gut, mit dir zu reden. Wenn du es heute nicht schaffst, die Nudeln zu probieren, ist auf jeden Fall irgendwas. Ich kann nicht zulassen, dass mein Lieblingsödländer mit leeren Magen rumläuft. Okay, das war das jetzt soweit. Dann haben wir jetzt aber noch einen zusätzlichen Kommentar. Mary Jane, Doktor, was ist mit ihr? Dr. Sun, es ist traurig, aber der Krebs ist zu weit fortgeschritten. Ich sage es nicht gern, aber sie hat vielleicht nur noch ein oder zwei Monate zu leben. Mary Jane, das ist Blödsinn. Lil, Mary Jane, Dr. Sun, es tut mir leid. Mary Jane, Sie können mich mal. Wir suchen uns einen anderen Arzt, Lil. Ich wette, es gibt einen in Good Neighbor, der mehr auf den Kasten hat als dieser Idiot hier. Scheiße, mir ist egal, ob wir dafür durch halbe leuchtende Meer müssen. Wir finden einen richtigen Arzt und der macht dich wieder gesund. Oh Mann. Mann, gut, dass wir quasi weitergegangen sind. Nicht den Bunker Hill Stopp gemacht haben. Gut, dann rennen wir jetzt mal direkt jetzt nach Good Neighbor durch. Ich hoffe, die Nebenquest können wir auch nebenbei machen. Ja, muss mal gucken. Hatten wir jetzt hier noch irgendwas? Ist halt hier immer im Fleckchen so ein bisschen voll. Achso, ja stimmt. Den Bohr. Bla bla bla. Und irgendwann da unten dann in Quincy die Baupläne noch. Na gut. Düsen wir jetzt einfach rüber nach Good Neighbor. Na, was heißt düsen? Wir müssen laufen. Wir können leider nicht fliegen. Da das alles sowieso ein bisschen zu eng ist hier in der Stadt. Das ist das Einzige, was ich immer so ein bisschen an den Vertibirds nachteilig finde. In der City, wo am meisten los ist, da muss man immer zu Fuß hingehen. Da können wir nicht unser schönes Taxi rufen. Aber na gut. Vielleicht kriegen wir noch ein oder zwei Zufallsbegegnungen unterwegs. Und die knallen wir dann einfach so weg. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht die anderen Orte vorher durchgucken. Weil das könnte ja dann das Problem herrschen, dass wir das Problem haben, nachher irgendwie noch irgendwo was anderes zu finden. Deswegen, wir gehen jetzt direkt schnurstracks, so wie das Spiel das von uns will, nach Good Neighbor. Mal quer durchgelaufen hier. Und dann schauen wir mal. Oh, Gunner Rekrut. Nehmen wir erstmal dich. Dann. Oh, hab nur einen. Ah, siehst du, geht doch wieder. So, dich. Und dich. Piu. Piu. Ach, hinter mir sind auch noch mal welche. Unternehmer. Ja, da waren mal welche. Lasst mich doch erstmal looten hier. Klassifiziert als Kriegsgebiet. Aktiviere über. Warum wollt ihr denn jetzt hier Ärger mit mir anfangen, hä? Waffen, Einsatz wird. Da ist ja noch einer. Und tschüss. Oh, der Kopf ist gut geplatzt. So. Hier haben wir noch eine kleine Leiche. Darf ich, muss ich aber aufpassen. Nicht, dass ich mich jetzt hier überlade. Aber ich denke mal, das wird relativ schnell der Fall sein. Deswegen gehen wir jetzt schon mal weiter. So, kann ja auch die hier nehmen.
Obwohl, die noch ein bisschen warten. Wir könnten aber... Na, komm. Nimm die Waffe. Weil da wartet doch jemand. Boom! Die können wir doch alle hier wunderbar weg elektrifizieren. Ich sollte den gleich mal ohne Watz ausprobieren. Ah, jetzt bin ich überladen. Jetzt habe ich es geschafft. Weil ich auch wieder nicht die Pfoten von irgendwas lassen kann. Ja, statt zu rennen wird das jetzt ein, wir schleichen uns. So, Hubs Comics waren es ja auch. Da hätten wir auch nochmal den Reiseführer dann in Anspruch nehmen können. Schwierig, schwierig, schwierig. So, aber jetzt machen wir erstmal den Teich nochmal unsicher. So. Keiner hier. Gut. Muss ich dich looten? Passt schon. Und AP ist gleich wieder voll. Können wir wieder ein bisschen normal gehen. So. Greife chinesischen Eindringling an. Hier ist doch gar kein chinesischer Eindringling, Rüssi. Alles gut. Keiner hier. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Das war doch denn hier irgendwie lang? Nee. Zu früh. Muss ich mal selbst überlegen, wie es hier nochmal nach Good Neighbor ging. Hier bei den Supermutanten war das lang. Glaube ich jedenfalls. Ja, hier war das. So. Dann nehmen wir jetzt wieder eine kleine Waffe. Nicht, dass die hier wieder einen Schreck kriegen. Dass wir hier mit voller Kavallerie schon einmarschieren. Und danach quasi noch mit den dicken Waffen hier rumeiern. Muss ja nicht unbedingt sein. So, dann wollen wir mal gucken hier. Machen wir erstmal den Bauplan. Peace, Bruder. Ja, Peace. Es bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Danke nochmal. Bezeichnung: Liberty Prime. Operative Bewertung: Alle Systeme normal. Hauptziel: Krieg. Okay, was war jetzt hier Phase? Warum kamen jetzt uns die Ödländer hinterher? Ich hab nichts zu verschenken. Ja, ich auch nicht. Daisy. Nur keine falsche Bescheidenheit. Wir haben bestimmt, was du suchst. Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich habe von allem ein bisschen was. Na gut, dann hast du hier erstmal das, dann das, dann das, dann dies, dann jenes. Das nicht, dann das, dann das. Komm, eigentlich brauche ich das sowieso alles nicht. Unternehmer, Scharfschützengewehr, so. Irgendwo müsste doch hier jetzt das sein, was ich haben möchte. Ah, hier. Wert 6. Na denn. Captain Cosmos Spielzeugkisten. Nee. Ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir sonst noch ein bisschen Schrott mitnehmen. Oder hast du noch gute Munition, die ich jetzt hier noch bevorzugt brauche? Na komm, die Fusionszellen, die sind nicht für uns nicht so schwer, aber dann können wir hier auch das Baseballzeug loswerden, aber das ist einfach zu viel hier. Kaufen wir uns 2 Fusionskerne und dann ist hier immer noch so viel. Ja, dann nehmen wir doch noch ein bisschen Schrott mit, würde ich sagen. Oder Hilfsmittel. Ah, sie hat aufbereitetes Wasser, dann brauche ich schon mal nicht in die nächste Stadt gehen. Ein Donut-Mix können wir uns auch nehmen. Da können wir uns zunächst wieder Donuts dann nochmal machen. Stimpaks und Co. Nee, das brauche ich jetzt nicht. So, jetzt noch 1, noch 2. Na, wann bin ich drüber? Ich denke mal so erstmal. So, Wert von 7. Das kriegen wir auch noch gerade so hin. Aber ich glaube nicht, dass es ausreicht, um uns portfähig zu... Doch.
Wir sind wieder anständig durch. Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Dann statten wir dich mal aus, Killer. Ja, wollen wir erstmal gucken hier. So, ich brauche nämlich das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Hier, nimm mal alles, was ich jetzt hier schon wieder aufgesammelt habe. Dann ist es wenigstens in Kronkorken umgewandelt. So, dann gucken wir hier nochmal. Hast du... Ne, Power-Rüstungsgestell brauche ich nicht. Hast du nochmal Muni für mich oder so, die ich benutzen könnte? Noch einen Kern? Aber es wird langsam ziemlich schwer. Ich könnte auch Dings noch einen Kern geben. Zur Not. So, wie viel sind wir jetzt noch im Geschäft? Jawohl, jetzt wieder fast 200. Ist doch schon mal voll in Ordnung. So, dann Inventar, diverseres. Reiseführer. Good Neighbor. Hey, du hast es nach Good Neighbor geschafft. Nicht leicht heutzutage. In der Stadt könnte es noch gefährlicher sein, sagt man. Aber zum Glück gibt es da ja einen wirklich hilfsbereiten Typ namens Finn, der Versicherung verkauft. Mary Jane meint, ihn zu bezahlen sei bescheuert, aber mir erscheint er vertrauenswürdig. Ah, Versicherung. Stimmt. Das war ja der komische Typ da hinten, der uns eine... Nee, das war eine Kreditkarte. Das war ja das mit der Kreditkarte. Nee, das war verkehrt. Okay. Du bist definitiv ein Idiot. Sich eine Versicherung zu holen ist eine gute Idee. Das ist keine Versicherung, das ist Erpressung. Es ist wichtig, den Leuten Vertrauen zu schenken. Na komm. Ja, wenn du deinen Mitmenschen nicht trauen kannst, wen dann? Hunden? Nehme ich mal an. Ich bin ohnehin sicher, dass all die Gerüchte über Good Neighbor überzogen sind. Der Ort ist schon seit der Zeit vor dem Krieg nicht mehr anrüchig, als Mary Good Neighbor noch in Old Hoodward Theater strippte. Melville Show ist viel zahmer. Okay, schade. Immer noch ziemlich erotisch. Eine Burlesque-Show mit Ghoulen wären witzig. Ich mag Meligas Musik einfach. Machen wir erstmal schade. So, oh, sowas bekommst du sicherlich auch nirgendwo anders zu sehen. Aber das kostet dich wahrscheinlich erheblich mehr als mich, die Versicherung gekostet hat. Wie auch immer, hoffentlich hast du den Spaß in Good Neighbor. Du kannst ja ein wenig in Erinnerung schwelgen, während du in der Stadt bist. Sag deinen früheren Ich, dass ich dich geschickt habe. Okay. Hoppala, wir wollten doch noch das Bonus haben. Und zwar zusätzlicher Kommentar. Lilly, nicht weinen. MJ, alles wird gut. Ein Monat oder zwei sind gar nicht so schlecht. Außerdem habe ich sowieso länger gelebt als viele andere. Mary Jane, nein, wir finden einen anderen. In Bunker Hill gibt es auch einen Arzt. Lilly, es hat keinen Sinn. Du weißt das genauso gut wie ich. Wir können ein Schweinchen Flügel ankleben. Es wird trotzdem nicht fliegen. Aber wir können den Reiseführer fertigstellen. Mary Jane, der Leitfaden ist mir scheißegal, Lilly. Lilly, aber ich bin dir nicht scheißegal und ich will ihn fertigstellen. Du wirst dir also auf die Zunge beißen und zuhören, was ich zu sagen habe. Mary Jane, wir können es unmöglich nach Sanctuary schaffen, Lil. Und außerdem will ich dort nicht unseren letzten Tage verbringen. Lilly, ich habe nicht gesagt, dass wir nach Sanctuary gehen. Mary Jane, ich verstehe nicht. Lil, ich liebe dich, MJ. Aber manchmal bist du schwerer vom Begriff als ein Yaogwai. Du hast von Bunker Hill gesprochen, oder? Nun, die Karawanenhändler dort waren schon immer so ziemlich überall im Commonwealth. Wenn wir sie über Sanctuary und Concord und alles andere im Norden ausfragen, können wir den Reiseführer vielleicht fertigstellen, ohne jemals dort gewesen zu sein.
Mary Jane, also gut, aber danach kehren wir sofort nach Hause zurück. Okay, wahrscheinlich war Bunker Hill dann auch die letzte Bastion. Das heißt, gut, dass wir das nicht in Bunker Hill abgespielt hatten. Mit dem zusätzlichen Kommentar. Es ist nur die Sache, die, jetzt müssen wir uns dann nachher noch merken, wo wir den Reiseführer dann halt noch ausprobieren könnten. Würde mich halt schon ein bisschen interessieren, was dann noch so zukommt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das Special läuft so lange, wie wir hier noch was zu entdecken haben, bevor wir wieder Fallout 4 erstmal für eine lange Zeit nicht mehr sehen. Deswegen lasse ich mir auch so viel Zeit, wie wir brauchen. So, aber nach Bunker Hill laufen wir jetzt nochmal kurz. Oder? Haben wir jetzt hier noch irgendwie... Ja, nur Bunker Hill jetzt hier oben. Ansonsten hatten wir hier nichts weiter, ne? Genau. Das andere war ja unten. Gut, nach Bunker Hill müssten wir jetzt hier einmal rechts rum. Gleich. Ja, einmal den Hund ignorieren. Das machen die anderen schon. So, hier einmal durch. Hier einmal durch. So, gucken wir mal. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, so fast. So, hier noch einmal kurz durchgeschlängelt. Ja, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich schon gleich das Wasser sehen. Außer ich hänge hier jetzt wirklich an jedem kleinen Fietzel fertig. Und dran fester. Ah, jetzt. Keine Zeit für euch, Gule. Wir wollen nach Bunker Hill. So, welche Brücke nehmen wir? Wir nehmen die hier hinten. Na, die trauen sich nicht, Kotzwerf. Und wenn ja, dann mach sie einfach platt. Du hast das Equip dafür. So. Schauen wir mal. Vielleicht ist das ja jetzt auch schon das Ende im Bunker Hill. Werden wir mal sehen. Dann gucken wir mal. Na, sieht so aus, als wenn es das Ende ist. Gut, dann machen wir mal hier Inventar, Commonwealth Reiseführer und jetzt Bunker Hill. Aber ganz egal, wer sich hinter oder vor den zu deinen Seiten befindet, du hast mich und Mary Jane an deinen Armen. Achso, das hatten wir ja schon. Ah, jetzt bin ich schon wieder perplex gewesen. Zusätzlicher Kommentar. Mary Jane. So, geschafft. Der Reiseführer ist fertig. Lilly, fast. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas davon veröffentlichen können, ohne zu überprüfen, ob es stimmt, was die Händler uns erzählt haben. Du kannst mich für verrückt erklären, aber ich glaube nicht, dass Gamla Carla die zuverlässigste Quelle ist. Mary Jane, das wird sie aber sein müssen. Du wirst keine Reise mehr unternehmen. Anweisung des Doktors. Lilly, Mary Jane, versprichst du mir etwas? Mary Jane, was immer du willst, Lil. Lilly, versprichst du mir, dass du den Reiseführer irgendwann fertigstellst, aber wirklich? Mary Jane, ich verspreche es. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Kai, und wo soll das sein, wenn ich fragen darf? Lil, Quincy. Kai, willst du wirklich da runter? Dort soll es von Gunner nur so wimmeln. Lil, das wird schon. Ich habe schließlich mein Mädchen dabei. Kein Gunner im ganzen Ödland kann ihr das Wasser reichen. Okay, doch nicht ganz das Ende. Das heißt, wir müssen Richtung Quincy runter. Also überall da, wo auch die Waffen jeweils immer waren. Opala? Na, komm. Ja, finde Verschluss in Quincy. Also überall, wo die Waffen waren. Na gut, hätte ich mal vor mir denken können. Habe ich aber nicht.
Das heißt, ich werde vorher noch einmal kurz in den Vault zurückgehen. Ich muss jetzt hier nur mal ein bisschen Platz finden, wo der Vertibird landen kann. Scanner arbeiten mit 100% Effektivität. Gegnerische Präsenz erfasst. Angriff steht bevor. Hier vorne beim ehemaligen Kapitänschiff. Da dürfte er doch landen können, oder? Oh, ausprobieren. Dann kann ich mir nämlich auch nochmal Vertibird-Granaten holen. Ja, Vertibird ist zu meiner Position unterwegs. Wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal den Cut. Ich gehe dann nochmal in Vault, gucke, ob ich nochmal Granaten da habe. Und mache mich soweit nochmal leer. Liberty Prime. Operative Bewertung. Alle Systeme normal. Hauptziel Krieg. Wie ich dich vermisst habe, Rüsti. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.